Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die SG Dynamo Dresden am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Anstoß ist am Sonntag um 13.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald. Neben mir begrüße ich unseren Cheftrainer Alois Schwarz. Alois, dein Update zur vergangenen Woche mit dem 1:1 bei Werder Bremen, bitte. Ja, hallo in die Runde. Ja, ein 1:1 in Bremen, natürlich für uns ein schönes Ergebnis, beim Tabellenführer was mitzunehmen vor 36.000 Zuschauern. War eine schöne Kulisse, war ein schönes Spiel. Was mich richtig gefreut hat, ist, wie leidenschaftlich die Mannschaft gegen den Ball gespielt hat, wie wir uns diesen Punkt auch erarbeitet haben. Wir wissen auch, dass wir es mit Ball etwas besser können, aber die Bremer waren so übermächtig. Wir haben da wirklich wenig Möglichkeiten gehabt. Die eine, die wir hatten, haben wir dann auch genutzt. Und so nehmen wir diesen Punkt gerne mit, der uns auch ein bisschen weitergebracht hat. Kleine Schritte machen, gerade in dieser Situation vor dem Heimspiel jetzt gegen Dynamo Dresden, wo wir natürlich den nächsten Schritt machen wollen. Personell sieht es so aus, dass die Langzeitverletzten Rick Wulle, Tim Kister und Nikolai Rehnen nicht zur Verfügung stehen, genauso wie Julius Biada, der ja auch an einer Muskelproblem leidet. Dann Emanuel Höhn hat jetzt individuell trainiert. Da muss man mal schauen. Er hat auch muskuläre Probleme, war ja schon in Bremen nicht dabei. Es sieht zwar besser aus, aber mal schauen, ob es bis Sonntag reicht bei ihm. Und natürlich Tom Dribul, der die 5. gelbe Karte in Bremen gesehen hat, wird ausfallen. Das mal von meiner Seite. Danke, Alois. Dann gebe ich das Wort weiter an die Journalisten. Christoph Ofner von der Rhein-Neckar-Zeitung startet mit der ersten Frage, bitte. Guten Morgen, Herr Schwarz. Hallo. Jetzt ist ja im Vorfeld, schwirrt ja überall dieses berühmt-berüchtigte 6-Punkte-Spiel durch die Gegend. Wie sehen Sie das, wenn man auf die Tabelle guckt, dann lastet ja eigentlich mehr Druck auf Dynamo als auf Ihre Mannschaft, oder? Ich glaube, Druck lastet auf alle, die gerade da unten rumstehen. Genauso lastet Druck auf viele, die da oben um den Aufstieg spielen. Wir haben uns mit dem Punkt, wie ich gesagt habe, eine sehr ordentliche Ausgangsposition für das Spiel geschaffen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns, das wissen wir. Und mit einem positiven Ergebnis können wir uns ein bisschen absetzen. Das ist unser Ziel. Dass die Aufgabe nicht einfach wird, wissen wir. Die Dresdner werden mit vielen Fans begleitet. Das wird mit Sicherheit hier auch eine schöne Stimmung sein. Ich glaube, die müssen wir auch aufsaugen. Ist für uns nichts Neues, auch dass der Gegner teilweise, wie jetzt auch die Rostocker, mal mehr Fans mitbringen. Da hoffe ich natürlich, dass unsere Fans so dagegen halten wie wir auf der Wiese, um dann dementsprechend für uns das Ergebnis positiv zu gestalten. Christoph Lothar, Deutsche Presseagentur. Ich verstehe den Dennis gar nicht. Christoph Lothar, hörst du mich? Ja, grüß Gott, Herr Schwarz. Okay. Hallo. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind die Dresdner seit 11 Spielen jetzt mittlerweile ohne Sieg. Was erwarten Sie denn für eine Art von Auftritt von denen? Also erwarten Sie da eine etwas verunsicherte Mannschaft, eine, die das letzte Hemd gibt? Wie kann man das einordnen, wie die Dresdner am Sonntag auftreten? Sie haben 11 Spiele nicht gewonnen. Ich glaube, sie haben in der Rückrunde noch keins gewonnen, ja, aber sie haben auch 6 Spiele unentschieden gespielt und die Spiele, die sie verloren haben, die waren sehr, sehr eng. Also da ist in der zweiten Liga, kann es auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Wir wissen, dass sie eine spielstarke Mannschaft sind. Ja, sie haben jetzt auch durch den Trainerwechsel so ein bisschen umgestellt. Und trotzdem hat man auch gesehen im Heimspiel gegen eine Mannschaft von Schalke 04, wo sie dann zwar mit 2:1 verlieren, aber wirklich eine gute Leistung gezeigt haben. Deswegen denke ich hier ein Spiel auf Augenhöhe, dass wir natürlich hoffentlich dann mal zu unseren Gunsten umstoßen, weil wir hatten auch das Spiel auf Augenhöhe gegen Rostock, das fiel dann andersrum. Deswegen hoffen wir, dass wir tüchtig sind und der Tüchtige hat ein bisschen Glück, dass es auf unserer Seite fällt. Andreas Lind, Schwetzinger Zeitung. Ja, Herr Schwarz, Sie haben vorhin gesagt, der Tom Dribul fällt aus wegen der 5. gelben Karte. Seit er da ist, ist er ja eigentlich absoluter Leistungsträger und die Zentrale im Mittelfeld. Wie schwer wiegt sein Ausfall und wie wollen Sie ihn kompensieren? Ja, natürlich, Tom
ist ein wichtiger Spieler für uns und auch wie er die gelbe Karte bekommen hat, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil für dieses in Anführungszeichen faul gelb zu zeigen und jetzt auf ihn verzichten zu müssen, ist natürlich für uns schade. Aber letztendlich haben wir ja auch die Leute im Kader dazu und wie ich jetzt genau das auffangen werde, möchte ich jetzt nicht verraten, aber wir werden es auffangen und die Mannschaft hat auch gezeigt, die Spieler, die hinten dran stehen in der Länderspielpause gegen den VfB Stuttgart, wo wir 3-2 gewonnen haben, auch eine gute Leistung abgeliefert und da hat der eine oder andere auch einen Fingerzeig und deswegen ist mir da nicht bange, um Tom dann da hier zu ersetzen. Christoph Ofner, bitte, die zweite Runde. Herr Schwarz, auch wenn ich nochmal ein bisschen in dieselbe Kerbe schlage wie bei der ersten Frage, die generelle Herangehensweise eher defensiv, weil im Zweifelsfall auch ein Punkt in Ordnung wäre, oder sagen Sie, wir wollen voll auf Sieg spielen und so eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf vielleicht herbeiführen? Ja, das kommt immer auf das Spiel auch an. Natürlich wollen wir auf Sieg spielen. Letztendlich muss ich trotzdem immer auch sagen, was macht uns stark? Und wir sind in der Rückrunde die beste Abwehr. Wir stehen gut. Gegen uns ist es schon schwer, auch ein Tor zu machen. Und das wird erstmal die Basis sein, logischerweise. Das heißt aber nicht, dass wir hinten drin stehen, sondern wir wollen schon aktiv und den Gegner schon auch dementsprechend unter Druck setzen, dem Gegner zu Fehlern zu zwingen, um auch unsere Möglichkeiten zu haben. Also ich denke, es wird sich viel, viel im mittleren Drittel abspielen. Und da müssen wir gut sein. Christoph Lothar, dpa. Hatte ich nicht gehört. Christoph Lothar, noch eine Frage? Okay, keine Frage. Andreas Lind, du noch eine Frage? Ja, es ist ja so eine ähnliche Konstellation wie vor dem Rostock-Spiel, dass ja eigentlich grundsätzlich ein gutes Spiel war von euch. Ziehen Sie da irgendwelche Lehren draus jetzt für das Dresden-Spiel? Ja, es war ein gutes Spiel, aber es war kein erfolgreiches. Deswegen machen wir vielleicht kein so gutes, aber ein erfolgreiches. Das wäre schön. Das ist ja ganz einfach, wenn es so einfach wäre. Gell? Ja, genau deswegen. Christoph Ofner, noch eine Frage? Scheint gerade zu hängen. Wie weit sind denn die Planungen für die kommende Saison gedient? Ich habe es gerade nicht so richtig verstanden, aber ich habe es nur die letzten Sätze, also die Planungen für die kommende Saison angesprochen. Genau, es laufen auch einige Verträge aus. Ja, wir haben ja gesagt, dass wir in der Länderspielpause auch Gespräche führen, haben wir auch getan und das ist auch sehr, sehr positiv. Aber wir würden uns jetzt natürlich auf dieses Spiel erstmal fokussieren und konzentrieren. Und das ist für uns das Wichtigste. Aber die Gespräche, kann ich schon mal sagen, waren sehr positiv. Andreas Linn, noch eine Frage? Christoph Ofner, du? Auch wenn ich wahrscheinlich keine Antwort kriege, aber was heißt denn, die Gespräche waren sehr positiv? Inwiefern waren die sehr positiv? Mit wem waren die sehr positiv? Wir haben mit diesen Leuten gesprochen, wo die Verträge auslaufen. Und dementsprechend kann ich sagen, dass sie positiv gelaufen sind, für beide Seiten. Aber wir können noch nichts verkünden und wollen da auch nichts verkünden, weil es noch nichts zu verkünden gibt. Und wir haben jetzt das Spiel Dresden vor der Brust und das ist für uns erstmal der Fokus. Und das andere wird in den nächsten Tagen dann dementsprechend weiterlaufen. Christoph, noch eine Frage? Gut. Dann darf ich zum Abschluss noch auf unser Fanradio hinweisen, den Hartwald Hörfunk präsentiert von unserem Partner Kurpfalz Erleben. Der geht am Sonntag wieder ab 10 Minuten vor Anpfiff auf Sendung. Dann bedanke ich mich bei allen und wir sehen uns am Sonntag. Dankeschön, allen schönen Tag noch.